Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Mit dabei der Mulle. Hallo. Jedoch leider nicht auf dem Server, aber ich muss jetzt auch mal gerade ein bisschen lauter machen. Na, jetzt erstmal wieder am TS runterscrollen. Lautstärke anpassen. So, sollte jetzt passen. Auf jeden Fall, er hat da gerade so ein paar Problemchen mit seinem Minecraft. Den alten Java. Ja. Das ist Java. Und ich würde sagen, wir machen dann einfach schon mal den Cleaver fertig. So, und zwar hatte ich vorgesehen, dass wir einen Cleaver aus Manulin machen. Den Kopf ist der Kopf aus Manulin und der Rest aus Papier. Damit wir mehr Modifier drauf haben. So, dafür brauchen wir 4 Kobalt, 4 Ardite. Er ist aber kaum zu glauben, dass ich noch so viel Ardite gefunden habe. Weißt du, war fast eine Viertelstunde im Nether am Farmen, nichts gefunden an Ardite. 2-3 Ardite gefunden. Ein bisschen länger weg. Okay, ich fliege jetzt einfach so weiter geradeaus, bis ich was finde. Oh, hier ist Ardite. Oh, hier ist Ardite. Oh, hier ist Ardite. Habe ich da nur so dezent verarscht gefühlt. Bist du gerade noch da? Was? Ich bin da. Was wird so ruhig? Ich dachte, du wärst wieder AFK gewesen. Achso, nein, ich bin gerade auf dem 9-Gag. Ja. Ach, aber ja, was runtergeladen. Ah, nein, viel Erfolg. Ey. So. Alter. Schön, dass 3 Milliarden Geräte Java verwenden. Das macht das hier leider nicht besser. Das macht das eher trauriger. Hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Oh. Ich wusste nur, ich habe 4 Versuche verbraucht, um Lava in den Tank zu schmeißen. So. Hauptsache in der Schmiede sind immer noch 13 Elektrumbarren. So muss das sein. Ich habe Java erfolgreich installiert. Mein Beileid. Hauptsache, weißt du, was ich auch gerade gesehen habe, was es mit dem Update jetzt auch gibt? Was? Du kannst jetzt mit Tinkers Construct Shurikens machen. Okay, das ist cool. Und eine Crossbow mit halt Bolzen und Wurfmesser. Okay, eine Manolinklinge ist fertig. Ja, schön weiter ablassen. Fertig und erstarren und Manolin Large Swordblade. Okay, das hätten wir. Dann brauchen wir noch eine Large Blade. Und wir brauchen dafür einmal Papier. Papierstack. So, Minecraft starten klappt die 27. Eine Large Blade war das. Und 2 Tough Rocks. So. Damit hätten wir 6 Modifiers frei. So wollten wir das. Und das knüppeln wir. Moment. Zuerst knüppeln wir das mit Looting voll. Das ist das Wichtigste. So. Ich hoffe mal, dass das reicht und Lapis Blöcken. Okay. Wir sehen mal gerade, das bei mir das Spannendste aller Zeiten. Ich knüppel Lapis drauf. Kannst du dazu irgendwie Deathmatch oder so drunter legen? Ach, hattest du letztens eigentlich Spaß beim Namen auspiepen? Ich hab's glaube ich komplett vergessen. Ah, shit, das ist. Okay. Ach ja, ist die Mail eigentlich angekommen, bevor ich vergesse? Hab ich noch gar nicht nachgeschaut, mache ich gleich. Okay. Okay, jetzt nur noch den Damage drauf. So, schön weiter, mehr Quarz.
Doof, doof, doof. Alter, mein Cleaver hat 25 Attack Damage. Das sollte filetieren. Jo. Natürlich, die Terrablade ganz ehrlich weg, die brauche ich nicht mehr. Ich leg dir, falls solltest du noch auf den Server kommen, die Erze für den Cleaver habe ich dir schon mal in die ehemalige Erztruhe getan, wo die Barren drin waren. Okay. Na. Ich meine, ich hätte noch schlau sein können und es einfach ins ME werfen können, aber nein. Ah, endlich wieder einen richtig schönen OP-Cleaver. Ich habe ihn vermisst. Gut. Dann Phase 1 abgeschlossen. Phase 2 ein Wizard zusammenfarmen. Ich habe mal nachgeschaut, das wurde verändert. Man braucht nicht mehr 5 Beacons insgesamt, man braucht nur noch einen einzigen Beacon. Ah, okay, ja gut, dann. Das ist natürlich schon humaner. Ein Beacon kriegen wir zusammen. Sollte. Okay, wo kann man jetzt mal rein in die Festung? Ah, das sieht hier schon fast nach Eingang aus. Ja, ist auch so schön. Du findest keinen Eingang, mach dir einen. Okay, jetzt heißt es, dass ich Wizard-Skelette suchen. Oh, ein Wizard-Skelett. Ah, nix. Die ist leer, hier war ich also schon mal. Oh, Into Fire. So. Wow, ein Goldbarren und ein Diamanten. Ich weiß gar nicht, warum ich die Scheiße überhaupt mitnehme. Ach ja, und falls du dich immer noch fragst, was ich eben mit dem Spiel meinte, das ich hier geschrieben habe, dazu habe ich ein Let's Play gemacht und das habe ich eben beendet. Du hast irgendwas geschrieben? Auf Telegram. Und wenn du jetzt den Spielnamen sagst, dann hau ich dir so derbe die Nüsschen, das glaubst du nicht. Okay. Ach so, okay, ich habe die ganze Zeit nicht kapiert. Okay, verstehe. Ja. Ich habe die Nachricht etwas falsch verstanden. Okay. Ich habe das im Zusammenhang mit Minecraft gesehen. Ich dachte, es geht sich über einen Gegenstand in Minecraft. Ach so, was? Da war ich total verwirrt. Hätte dir das nicht irgendwie auffallen müssen bei Steam, dass ich das die ganze Zeit am Zocken war? Hab Steam nicht offen. Ah, okay. Das erklärt die Sache dann schon ein bisschen mehr. Warte, vorher habe ich einen Sulfur. Wizard-Skelette, wo seid ihr? Ich will euch abschlachten. Oh, das ist wieder sehr produktive Lava. Ganz ehrlich, ich glaube, Blazeforts werden wir für das Let's Play nicht mehr brauchen, oder? Pff, unwahrscheinlich. Ich habe den Spawner jetzt mal abgebaut hier. Um diesen Boss zu beschwören, braucht ihr 500 Blazeforts. Ja, sowas habe ich mir auch gerade nachgedacht. So, hier ist Ende. Oh, ein Höllenhund. Instant tot. Oh, ich liebe mein Cleaver. Was ist denn instant totet? Genau, totet. So ein Höllenhund. Okay. Komm schon, Minecraft. Du mach was für dein Geld. Welches Geld? Das ist die Frage. Ich meine, bei jedem Menschen würde ich sagen, die 20 Euro, die das gekostet hat, aber bei dir, nein. Ich meine, es gibt ja wirklich welche, die sich das noch quecken. Was machst du? Du machst die ganz billige Methode und ziehst es einem ab. Na, das spielt sich nicht mehr, also geht das klar. Ja. Und theoretisch weißt du sogar so halbwegs was davon, auch wenn das bestimmt vor 5 Jahren mal vergessen hat.
Oh Mann. Ey, ich finde keine Wizard-Skelette. Weißt du aber erst das Wizard-Skelett in so eine Aquatic Bone. Das tut sich also Minecraft. Oh Mann. Warum haben sich die Bildschirmabmessung davon verändert? Ich wusste nicht mal, dass ein Mann Minecraft eine Bildschirmabmessung rumfummeln kann. Tja, anscheinend. Wie das denn überhaupt? Anscheinend ja wohl schon. Wizard-Skelette, wo seid ihr? Die zeigen sich beeindruckt und unbeeindruckt. Oh, und hier sind drei Weimar. Einen haben wir. Also einen Kopf, ne? Das war jetzt gerade ein Luxfond. Ah, loading completed Minecraft installation. Ah, sehr schön. Brauch ich noch die Serverdaten? Jo, die gebe ich dir jetzt gleich. Warte, ich unterbreche dann einmal ganz kurz hier die Aufnahme und gebe dir die IP. Scheiße, dass es auf dem Laptop läuft. Jo, und die Aufnahme habe ich schon wieder gestartet. Okay, hallo. So. Hoffen wir mal, dass es für dich wenigstens spielbar ist. Ja, mein Laptop ist ja nicht schlecht. Er ist grottig. Das Einzige, was von meinem Laptop im Vergleich zum richtigen PC schlecht ist, ist die Grafikkarten und die interessiert bei Minecraft eigentlich niemanden. Irgendwie ja. Aber nur der Prozessor ist schlecht, das könnte in der Tat oder das kritisch werden. Aber Arbeitsspeicher, der ist genauso groß, also. Also fängt er gleich an zu weinen. Also fängt er gleich an zu weinen. Weißt du, ich fliege hier gerade so an einem dieser Bärenbüsche aus dem Nether vorbei und mir fällt sofort wieder ein. Aua, das tut ja weh, wenn ich eine Beere raus aus dem Nether esse. Sebastian, wie kommst du denn? Ah. Alles gut, alles gut, alles gut. Okay. Einfach nur ein bisschen erschrocken, dass da gerade zwei Wizard-Skelette auf einmal kamen. Wo dann Christoph dich gefragt hatte. Wie kommst du darauf, dass Bären aus der Hölle gut für den Körper sind? Stimmt. Jetzt aber du, komm. Ah, fuck you, du bist kacke. Ich frage mich aber immer noch, wie du auf diesen Gedanken gekommen bist. So. Ich mache jetzt noch hier aus noch 10 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie der lange der erste Part war. Ich hoffe, dass es so lange verklappt. Aber wäre auf jeden Fall schön, wenn du heute irgendwie noch schaffst, auf den Server zu kommen. Ich gebe mir also angeblich, bin ich drauf, aber irgendwie tut sich nichts. Es rendert sich überhaupt nichts. Na. Was sagt denn jegliche Auslastung und Co? Auslastung sagt, Arbeitsspeicher geht sogar. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, irgendwas anzuklicken. No. Minecraft, keine Rückmeldung. Standard. Okay. Wie ich ja echt nur die ganze Zeit am Abfliegen bin und Wizard-Skelette suche. Ah, oh, da ist eins. Ja, der Prozessor ist die ganze Zeit auf 95% Auslastung. Nicht gedacht, dass Minecraft so auf die CPU geht. Tja.
Ja, nur ein i5, den ich im Laptop drin habe, das... Ja, ich weiß. Ich habe in meinem... Offiziell habe ich ja auch eigentlich einen i7 drin. Okay. Und damit geht das eigentlich vollkommen klar. Ah, Moment, da hat sich was gerendert. Oh. Ich habe gehört, du willst gleich erstmal gar nicht nach oben schauen. Oh. Ich muss erstmal gucken, ob ich dafür überhaupt die Möglichkeit habe. Alter, diese Funkfa-Fledermäuse. Diese lustigen brennenden Fledermäuse. Guck mal hier, ich bin hier. Und ich mach Boom. Okay, wenn sich das so nicht bessert, ist es unspielbar. Ja, super. Also gerade läuft das auf maximal ein Frame alle 5 Sekunden. Oh nein. Ja, aber warte erstmal, vielleicht ja. Tut sich ja noch was. Ich will es hoffen. Du bist das falsche Skelett. Von dir will ich keinen Kopf. Ich kann mal sehen, dass du die Mana-Produktion ordentlich verbessert hast. Ja. Die hatte ich hochgekrüppelt. Geil, ich sehe hier gerade noch einen Wizard. Ich habe nur noch einen Wizard zuletzt sterb gehört, fliegt sofort hin und vor meinen Augen da tot um. Dann eins kann ich sagen: Knochenprobleme haben wir jetzt gleich keine mehr. Wir hatten jemals Knochenprobleme? Nö. Siehst du? Alter, dafür das. Wer ist das Skelett? Ach, jetzt komm schon. Man sollte meinen, dass Beheading und Looting die Chance erhöht. When the distance by shot. Da ist noch eins. Ist direkt hier lustig rum. Ich glaube, jetzt bist du auf dem Server erstmal richtig angekommen. Okay, das geht halt gar nicht klar. Der Server ist jetzt gerade richtig am Weinen. Ich würde sagen, machen es jetzt so, ich spende jetzt dann doch schon jetzt hier die Folge. Weil, naja. Dazu muss ich die. Oh. Okay, da fängt sich jetzt gerade wieder das ein. So, bin wieder da. Also der Server hat gerade geweint. Wieso? Naja, irgendwie hatte der, sag ich mal, eine Verzögerung von 5 Sekunden. 5 bis 10 okay. Sekunden. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch die 2 Minuten voll. Und dann fahre ich mal offscreen nach den Wizard-Skelett-Köpfen. Ne. Ah, da sind noch 2. Ich will Graphics nicht auf Fancy. Danke.
Ist das Skelettkopf? Es fehlt echt nur noch ein einziges. Wisser. Einen Kopf noch und wir können ihn rufen. Immer schön die Mobs noch teilweise was klatschen, wenn möglich. Je weniger da sind, desto mehr spawnen. Hier ist noch. Wo? Ach, verdammt. Ne, hilft nichts. Überhaupt nicht. Ne, ich habe Wendels uns auf 2 Chunks gestellt. Also im Klartext ist es. Also, das ist jetzt ein Singleplayer-Display oder was? Ja, ich fürchte, ich. Oh, außer du. Du hast Spaß, es bis Samstag hinauszuzögern, dann kann ich wieder meinen PC. Ja. Ungern, ich würde so relativ schnell alles so weit abschließen. Dann ja, ich alles ja, ändern gut, kann. Dann scheiße. Ich bin durch. Das hat so keinen Sinn. Ja, okay. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst mit dem Play. Ja, gerne doch. Dann verabschiede ich mich auch jetzt, wenn ich denn hier alles mal getötet kriege, ist ja grauenvoll. Kein Spiel seine grauenvolle Performance haben. Ja, das ist echt krass. Und ich hab den dritten Wisser-Skelett-Kopf. Gut. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du mit Slay dabei warst. Ja, wie gesagt, gerne. Du kannst ja dann mal das Ende von Botania anschauen. Ja, ja, mach ich auf jeden Fall. Wird auch sehen, wie du vom Gaia viel filetiert wirst. Dankeschön. Mal gerne doch. Gut, und ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Welche Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommi da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann leider ohne Mulle. Bis dahin. Ja, tschüss. Ja, tschüss.